Ja, hallo, ich packe mal die Warhammer-Set aus, und zwar die Khaldan Jog Troops. Astra Militarum, das heißt, es sind normale Menschen, nicht wie Space Marines aufgerüstet oder irgendwas. Und die werden halt meistens recht massenhaft an die Front geschickt und müssen dann die bösen Xenos bekämpfen. Es gibt auch mittlerweile neue, oder es kommt demnächst neue Sets raus. Mal vergleichen, wie dann die mit den alten aussehen, da bin ich mal gespannt. Ich kann es jetzt nicht aussprechen. Ich weiß ja, die stammen, so wie ich das verstanden habe, von einer Festungswelt. Das heißt, sie sind alle gut trainiert im Vergleich zu anderen Einheiten vom Imperium. Auch es gibt verschiedene Planeten, die verschiedene Arten von Truppen dann stellen. Was weiß ich, die Dschungelkämpfer oder Wüstenkämpfer oder alles Mögliche gibt es da. Es gibt auch nicht zu allen aktuellen Miniaturen. Oder der ganz berühmte Death-Core von Creed, ein Planet, der irgendwie nach 500, ich glaube sogar 1500 Jahren Krieg total oder erst total zerstört wurde, nach 1500 Jahren Bürgerkrieg sozusagen jetzt wieder zum Imperium gehört und alles, da gibt es hier allgemein spezialisierte Truppen und das sind eben diese hier. Ja, hinten drauf sieht man auch ein bisschen was erklärt und so, was man bauen kann. Ja, ich habe jetzt ein Problem mit der Kamera. Ich habe es gerade auf Autoscharfstellung mal gestellt, aber anscheinend, man sieht, wie super gut es funktioniert. Aber mal gucken, ob ich es wieder hinkriege. Genau. Die macht Bajonette. Das war bei neuen Figuren mit einem Kritikpunkt, dass es eben zu wenig Bajonette gibt. Aber na gut. Ich habe auch noch einen Panzer von denen. So eine Chimäre, die baue ich dann auch mal. Einfach mal so, dass man mal nicht mehr nur Tigerpanzer und alles baut, sondern was anderes baut. Aber ja. Wenn Zeit und Lust ist vor allem. Weil eigentlich eher Lust war. Zeit nimmt man sich. So, dann gucken wir mal. Was haben wir da? Ah, ist hier schön. Das sind dann die Werte von den verschiedenen Waffen. Das ist ja auch nicht verkehrt zu wissen, wobei ich bräuchte eh dann den Codex und Regelbuch und alles, wenn ich wirklich unbedingt spielen möchte momentan. Wobei kriege ich ja dann, wenn ich das andere Set habe. Gut, die sind schon mal ein bisschen mehr erklärt wie bei den Space Marines, wobei gut, das waren da nur drei, da sind ein paar mehr drin. Ja. Wo man Beine hinkleben, Körper draufkleben, Arme drankleben, so kompliziert ist das jetzt auch nicht. Ja gut, aber ich meine, es ist immerhin was erklärt jetzt. Bei den Bolt-Action-Figuren, da gab es jetzt ja, als Vergleich, gab es relativ wenig. Was jetzt die Frage ist, was ich fragen würde, welche Farben brauche ich denn? Das steht aber, glaube ich, nicht drauf. Oder was natürlich auch schön wäre, wenn man dann, gut, bei denen ist es klar, sind die Cadia Shock Troops, weil was da die ganzen Symbole zum Beispiel bedeuten. Das wird dann halt interessant, ob es einfach nur wahllose Nummern sind. Ich sag Farben, gibt es da eine Anleitung, was für Farben ich brauche? Weil das war auch wieder auf der Games Workshop Seite gut, da konnte man nämlich mit einem Klick immer so das passende Farbpack dazu bestellen. Das sehe ich mir bei allen Modellen Münchens oder Tiger. Und dann kriegt man gleich die dunkelgrün und eine dunkelgelb-grün und braun, eine Schokobraun in den Korb gelegt. Das wäre so mein Traum. Aber gut, die Bases von denen, die sind ein bisschen anders wie die von Bolt Action. Ein Kettenschwert. Auch wenn ich mich immer noch frage, warum man so eine Waffe praktisch praktikabel wäre. Aber gut, egal, Granatwerfer, das muss ein Flammenwerfer sein. Sieht so für die Zippo-Optik aus. Granaten. Und da Waffen mit Bajonette. Sehr schön. Ein Vox-Empfänger. Die haben auch so eigene, so ein bisschen eigene Sprache. Zum Beispiel ein Fotoapparat heißt da Picta. Und nicht Fotoapparat, aber. Gut. Ich gucke mir gerade die Köpfe an. Das wird sich jetzt in der Nettingrimmel scharf stellen. Ja. Weil mein Thema ist ja immer Augen bemalen, und ich glaube, das kann man da auch schenken. Genauso wie bei den
Bold-Action-Figuren habe ich dann auch weitgehend gelassen, also ein bisschen Farbe ins Gesicht und gut war. Ja, da kommt noch was. In. Ach so, das sind mehrere, nochmal mehrere von diesen Waffenbögen. Ich könnte es, oder vielleicht ist zwischendrin auch noch was. Da macht er sie. Ja gut, ist ja. Da genau, da haben wir nochmal den gleichen Waffenbogen. Da nochmal den gleichen Infanteriebogen. Das heißt aber zwei Radios, obwohl ich vermutlich nur eins brauche. Vox-Empfänger. Dann der Tank für den Flammenwerfer. Mit Totenkopf, sehr schön. Und da haben wir nochmal Waffen jede Menge. Das sieht aus ein bisschen größeres Kaliber aus. Da muss man schauen, was das für eine Waffe ist, weil die Lastgun, die kenne ich. Flammenwerfer, Boulder und alles Mögliche. Aber die haben anscheinend auch so eine Art Energiewaffe. Da muss man gucken, was das war. Und dann nochmal die gleiche Pistole dazu. Hier Schwert. Auch so eine Frage, warum man mit dem Schwert gegen Aliens kämpfen muss. Aber anscheinend muss das so sein. Das einmal durch die Köpfe. Hat der. Ich habe gerade geguckt, ob das Haare sind, aber nee, das sind keine Haare, das ist so eine Tarnfarbe, hat er dann auf dem Kopf, sehr schön. Genau, von denen hat Bogen hat man nur einen, da einen Scharfschützengewehr, kann also noch spezieller ausrüsten, wenn man das möchte. Und gut, Schwert, das ist ja für den Offizier, den man da auch. Den kann man mit dem. Mit einem Schwert ausrüsten. Wie gesagt, warum auch immer mit dem Schwert gegen Aliens kämpfen möchte. Weil ich habe jetzt von der Horus Heresy die ersten zwei Bücher als Hörbuch mir angehört. Die kämpfen dann auch ständig mit Schwertern, die Space Marines. Oder Astarte, da heißt ja meistens Astarte, nicht Space Marines. Weil es eigentlich ist ja dasselbe. Aber anscheinend ist es absolut nötig, dann mit dem Schwert gegen Aliens zu kämpfen. Meine Theorie war dann, weil die Boulder, weil es einfach schreiben, dass auf kurze Reichweite die erst einsetzen, keine große Reichweite haben. Vielleicht haben sie auch nicht viel Munition, wobei das zu anderen Sachen dann auch wieder passt. Aber gut. Ja, wie gesagt, die Farben muss ich mal gucken. Die habe ich dann aber auch mitbestellt mit dem anderen Set. Das kommt ja eben Anfang, Ende November dann. Zusammenbauen kann ich es dann schon mal machen und dann mal gucken, was ich da mache. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.